Servus, was geht ab, ihr verrückten Autoliebe? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh shit, here we go again. In dem Video heute reden wir mal über GTA The Trilogy Remastered. Das Spiel kommt jetzt in einigen Tagen raus, und zwar genau am 11. Und viele von euch erwarten es schon sehnlich. Ich bin auch einer davon. Manche von euch wissen vielleicht noch gar nicht Bescheid und deswegen dieses Video hier heute. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas werden am 11. veröffentlicht, und zwar in der Remastered Edition mit verbesserten Grafiken, besseren Texturen und so weiter. Am Gameplay wird sich nicht viel tun, denn das ist kein Remake, sondern wie gesagt, es ist ein Remastered. Es wird sich die Grafik handeln, die hier verbessert wird, und wie gesagt auch die Texturen. Ich habe auch gelesen auf der offiziellen Seite, dass ein paar kleine Gameplay-Gimmicks mit reingebracht werden, um das Spielerlebnis noch ein bisschen zu verbessern. Denn wer GTA 3 oder Vice City gespielt hat, dem wird aufgefallen sein, dass da noch viele Sachen waren, die verbessert hätten werden können, so wie das Aiming und ja, viele andere Probleme gab es da auch noch. Aber alles in allem, Leute, es kommt raus und ich freue mich drauf. Und ich werde auf jeden Fall auch ein Let's Play dazu machen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Channel und aktiviert die Glocke. Damit tut ihr mir einen großen Gefallen. Ansonsten geht es jetzt hier gerade erstmal weiter. Das Gameplay, was ihr hier im Hintergrund seht, das stammt nicht von mir. Deswegen auch das No-Copyright-Zeichen unten in der Ecke. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme, denn dieses Gameplay stammt von jemand anderem. Und ich persönlich hatte leider keine Chance, Gameplay dazu aufzunehmen, denn die Spiele wurden aus dem Steam Store entfernt, und das hat Rockstar wahrscheinlich aus dem Grund gemacht, dass wir uns eben die Definite Edition holen sollen. Und das wird auch das sein, was man in Zukunft von GTA nur noch spielen kann. Die Originalspiele gibt es nicht mehr frei verkäuflich, nur noch in der physischen Version. Also wer die noch haben möchte, Sammler unter euch, ihr könnt sie auf jeden Fall noch kaufen in der Disc-Version bzw. CD-Version, was auch immer. Das Video hier ist extra etwas kürzer gehalten, weil es sich eigentlich nur um eine kleine Information für euch handeln soll, dass ich dazu ein Let's Play machen werde und eben, dass dieses Spiel überhaupt erst erscheint. Denn mir ist aufgefallen, viele wissen darüber gar nicht Bescheid. Also, was geht ab, Leute? Alle Fans von GTA, alle, die das in der Kindheit gespielt haben und ihr habt nochmal Bock, es zu zocken, holt es euch. Es wird 60 Euro ungefähr kosten. Und es wird wahrscheinlich nicht im Steam Store veröffentlicht werden, was ich ein bisschen komisch finde. Aber ihr werdet es natürlich über den Rockstar Launcher kaufen können. Ich gehe zwar davon aus, dass man in Zukunft es auch über Steam holen wird. Aber jetzt gerade ist es eben noch nicht möglich. Zumindest wurde es nicht angekündigt. Mehr werden wir natürlich erst am 11. sehen. Und jetzt hier nochmal ein kleines bisschen Gameplay, wie sich das Spiel verändert hat. Dieses Material hier stammt von Rockstar höchstpersönlich. Ich hoffe, wie gesagt, ich kriege keine Copyright-Probleme. Aber hier seht ihr auf jeden Fall, wie sie das Spiel verändert haben. Und ihr seht, die Grafik hat sich wirklich verbessert. Vor allem die Reflexion in den Autos. Und auch hier sieht man perfekt die Reflexion auf der Straße bei Regen. Und natürlich haben sich auch die Charaktere verändert. Sieht jetzt alles auf jeden Fall viel besser aus. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und wenn es euch genauso geht, dann seid doch mit dabei. Das war's von mir, meine Freunde. Mein Name ist Jack. Und das waren ein paar Infos zu GTA Trilogy.